Moin Moin aus Hamburg zu Transfermarkt TV. Wir blicken heute natürlich wieder auf die Königsklasse. Da wird es ja heute ein deutsches Debüt geben. Außerdem haben wir zwei sehr interessante Gruppengegner der beiden deutschen Mannschaften, die heute aktiv sind. Das sind unsere Themen. Von der Oberliga in die Champions League, die sportlich imposante Entwicklung von RB Leipzig. Wir analysieren die beiden heutigen Gegner der deutschen Teams in der Champions League. Und Player to Watch, Quincy Promes von Spartak Moskau. Heute startet RB Leipzig in die Champions League-Saison und das ist natürlich ein besonderer Tag, denn es ist das Champions League-Debüt für diesen jungen Verein. Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison haben es die Leipziger tatsächlich also in die Königsklasse geschafft. Das ist ein Meilenstein für diesen Verein, den es ja so erst seit 2009 gibt. Eine fantastische sportliche Entwicklung, die ihresgleichen sucht. Und auf diese Entwicklung wollen wir jetzt mal gemeinsam blicken mit einer kleinen Zeitreise, beginnend im Jahr 2009. Da wurde der Verein nämlich gegründet. 2009 erwarb der Club das Oberliga-Startrecht des SSV Mark-Randstedt und spielte dann eben in der Oberliga Nordost. Es ging gleich hoch in die Regionalliga Nord. Dort spielte man 3 Jahre. Ralf Rangnick wurde Sportchef, holte Alexander Zorniger als Coach und realisierte so den Aufstieg 2013 in die dritte Liga. Von dort ging es direkt weiter in die zweite. Zwischendrin war Ralf Rangnick sogar selbst Trainer und schaffte den Aufstieg ins Oberhaus. Leipzig wurde Vizemeister hinter dem SC Freiburg und letzte Saison, Saison 16-17, dann mit neuem Trainer Ralf Hasenhüttl gleich wieder Vizemeister, diesmal aber hinter dem FC Bayern. Kürzlich wurde die Red Bull Arena von der Stadt Leipzig übernommen. Heute am 13. September, also das erste Champions League-Spiel gegen die AS Monaco. Also in nur 8 Jahren schaffte es der Verein aus der Oberliga Nordost in die Champions League. Wir wollen über RB Leipzig sprechen mit dem Journalisten Niklas Löwendorf, der vor Ort ist in Leipzig und für verschiedene Medien darüber berichtet. Moin Niklas, wie ist denn die Stimmung in der Stadt? Wir haben eben über die Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren gesprochen. Ist das denn im Umfeld zu spüren, diese positive Entwicklung? Also die Stimmung ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Leute sind aufgeregt, sind ja mit voller Vorfreude, blicken die auf die Partie heute. Willi Orban hat es gestern ganz passend gesagt. Er hat gesagt, das Spiel gegen Monaco heute Abend ist ein Fest für Fans und Spieler. Ja, und wenn man sich die Entwicklung von RB Leipzig anguckt, das ist schon ja überragend. Aus der Regionalliga den Aufstieg in die Bundesliga, dann im ersten Jahr direkt den zweiten Platz, den Champions League Platz erreicht. Das war ja ein überragender Auftritt und heute Abend können sie die Früchte ernten mit dem Spiel gegen Monaco, der erste Auftritt. Also die Vorfreude ist riesengroß. Die Leute freuen sich, die Spieler freuen sich. Ja, wir warten auf den Anpfiff. Du hast in den letzten Tagen und Wochen viele Pressekonferenzen beobachtet. Stehst jetzt auch gerade vor dem Pressezentrum in Leipzig. Was ist denn die Zielsetzung der Verantwortlichen für diese Champions League-Saison? Und was hast du für einen Eindruck von Ralf Hasenhüttl, von Ralf Rangnick? Also eine richtige Zielsetzung, die gibt es nicht. Ralf Rangnick hat mal vor 2 Wochen gesagt, mit dem 6. Platz in der Liga und dem Erreichen des Achtelfinales in der Champions League, das könnte man als gelungene Saison sehen, das wäre ein guter Auftritt. Ja, meiner Meinung nach ist das auch sehr realistisch. Die Gruppe ist machbar mit Porto, Besiktas und Monaco. Das sind machbare Gegner. RB Leipzig kann auf jeden Fall den Sprung ins Achtelfinale schaffen und wie weit es dann geht, das muss man gucken. Ja, und Ralf Hasenhüttl hat gestern einen extrem entspannten Eindruck auf mich gemacht, hat auf der Pressekonferenz den einen oder anderen Witz gemacht. Die Stimmung ist locker. Ja, alle freuen sich, dass es endlich losgeht, dass sie das erste Mal auf der europäischen Bühne spielen können und dass es jetzt endlich losgeht. Also das klingt doch wirklich nach Vorfreude pur. Wie ist denn deine sportliche Einschätzung für heute Abend? Ist sportlich was drin für die Leipziger gegen den amtierenden Halbfinalisten? Sportlich auf jeden Fall. RB Leipzig kommt mit 2 Siegen im Rücken gegen Freiburg und den HSV. Besonders dem guten Auftritt gegen den HSV. Ja, in das Spiel gegen Monaco. Monaco gerade mit einer Niederlage. 4:0 verloren in Frankreich. Also RB Leipzig geht schon als Favorit in die Partie und ja, mit dem Ausfall, Naby Keita fällt verletzt aus, der ist im Abschlusstraining, gestern musste er leider beenden. Das ist allerdings auch der einzige Personalie, die ausfällt. Bei Monaco wissen wir viele Abgänge, Mbappé ist in Paris, Lemar ist verletzungsbedingt gar nicht erst mit angereist. Also RB Leipzig ist schon der Favorit in dem Spiel und kann schon mit einem Sieg rechnen. Also, wir sind gespannt, wie es heute Abend läuft. Vielen Dank an dich, Niklas, für deine Einschätzungen aus Leipzig. Gerne, danke.
Also, die Stimmung ist positiv im Club, die Vorfreude ist da und die Anspannung sicherlich auch vor einem so bedeutenden Spiel wie heute Abend. Denn wir haben es eben gehört, ein wenig Druck wird ja schon auch gemacht. Das Achtelfinale wäre die Wunschvorstellung der Vereinsführung und das mit einer Mannschaft, die fast gar keine Champions-League-Erfahrung vorzuweisen hat. Und das ist ja nicht ganz unwichtig im internationalen Geschäft. Wir wollen mal drauf blicken, wie es denn da wirklich aussieht mit den Champions-League-Einsätzen und das ist dann schon heftig. Also nur Feyenoord Rotterdam hat noch weniger Champions League-Einsätze als RB Leipzig. Da stehen nämlich insgesamt nur 31 zu Buche. Kevin Campbell, der Neuzugang aus Leverkusen, ist der Spieler mit den meisten Einsätzen. Der hat 14 Mal Königsklasse gespielt. Wenn wir dann auf den Gegner schauen, die AS Monaco hat etwa 8 Mal so viele Champions League-Einsätze. Kadermäßig. Real Madrid steht bei über 850. Also das sind dann schon ganz andere Verhältnisse und da darf man schon gespannt sein, wie der Champions League unerfahrene Club RB Leipzig sich dann in dieser Gruppenphase schlägt. Also auch heute wieder Champions League Fußball. Wir machen in der Gruppenphase weiter mit den Gruppen E bis H. Und da haben wir natürlich die zwei deutschen Duelle von Leipzig und dem BVB Leipzig mit einem Heimspiel. Die Dortmunder auswärts bei Tottenham unterwegs. Und wir haben das ja gestern schon angesprochen. Es sind einige Ex-Bundesligaspieler unterwegs. Und das ist bei den Paarungen heute ebenfalls wieder so. Wenn wir uns die verschiedenen Begegnungen mal ansehen, sind da einige Ex-Bundesligaspieler mit dabei. Zum Beispiel für Spartak Moskau im Einsatz. Serdar Tasci, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Zuletzt auch Meister in Russland mit Spartak. Dort ist er ein wichtiger Mann in der Innenverteidigung. Schauen wir auf den FC Liverpool. Da sind gleich mehrere Ex-Bundesligaspieler im Einsatz. Firmino, Matip und auch Emre Can. Auch beim FC Sevilla ist ein Ex-Bundesliga-Akteur dabei. Johannes Geis, der Leihspieler vom FC Schalke 04. Er könnte heute sein Champions-League-Debüt machen. Schauen wir in die Gruppe F. Da sehen wir das Duell von Feyenoord Rotterdam gegen Manchester City. Bei Feyenoord Nikolai Jørgensen. Bei Leverkusen konnte sich der Däne nicht durchsetzen. Mit Feyenoord wurde er letztes Jahr Meister und Torschützenkönig in Holland. Manchester City, klar, Leroy Sané, der Ex-Schalker, hat schon 2 Tore in der aktuellen Premier League-Saison erzielt und will jetzt auch in der Champions League durchstarten. Schauen wir in die nächste Gruppe, in die Gruppe G mit Beteiligung von Leipzig und Monaco. Da werden wir noch gesondert drauf schauen auf diese Partie. Wir haben bei Beşiktaş Istanbul Tolgay Arslan im Team, einen ehemaligen HSV-Akteur, der zuletzt 2-mal Meister mit Beşiktaş wurde und dort zu den Leistungsträgern im Mittelfeld zählt. Und in der Gruppe H, tja, da haben wir unter anderem natürlich die Dortmunder. Bei Tottenham, auch da blicken wir gesondert drauf. Bei Real Madrid ist Toni Kroos am Start, der deutsche Superstar, der zuletzt 2-mal den Henkelpott geholt hat mit den Königlichen. Auf ein neues, heißt es da, für die Madrilenen in dieser Saison. Und bei Apoel Nicosia, da spielt auch ein Ex-Bundesligaspieler, nämlich Igor De Camargo. Der ist mittlerweile 34 Jahre alt, spielte in Gladbach und Hoffenheim und hat in der Quali schon 3-mal geknipst. Also auf den sollten Toni Groß und Co. achten. Wir wollen heute auf die Champions League-Gegner der deutschen Clubs blicken, auf die Gegner des BVB und von RB Leipzig. Das sind ja beides absolute Spitzenmannschaften mit Tottenham Hotspur und dem AS Monaco, also richtige Herausforderungen zum Auftakt der Gruppenphase. Starten wir mal mit Tottenham Hotspur. Der Saisonstart der Engländer war in Ordnung. 7 Punkte haben sie geholt aus den ersten 4 Spielen in der Premier League. Am vergangenen Wochenende gab es ein klares 3:0 beim FC Everton und der Vorteil der Spurs ist, dass die schon relativ lange mit einer ähnlichen Besetzung auftreten und im Kader hat sich gar nicht so viel getan im vergangenen Sommer. Teuer war es trotzdem teilweise. Schauen wir mal auf die 3 signifikantesten Neuzugänge von Tottenham. Da wäre zunächst einmal Davinson Sanchez. Der hat 40 Millionen Euro gekostet, kam von Ajax Amsterdam aus der Eredivisie. Das ist ein 21-jähriger Kolumbianer, der sehr robust und kopfballstark ist. Ein Spieler wie gemacht für die Premier League, kann man sagen. Körperlich ist er schon sehr weit für sein Alter. Schauen wir auf Serge Aurier. Ein 24-jähriger Ivora kam für 25 Millionen Euro von PSG und soll auf der Rechtsverteidigerposition Kyle Walker ersetzen.
Und Fernando Llorente, ein Routinier aus Spanien. Letzte Saison hat er 15 Tore für Swansea City erzielt. Also einige interessante Neuzugänge dabei, teilweise auch noch sehr entwicklungsfähig. Allerdings haben auch einige wichtige Spieler den Verein verlassen. Allen voran der Rechtsverteidiger Kyle Walker, der für 51 Millionen Euro zu Manchester City gegangen ist. Außerdem haben unter anderem den Verein verlassen der Österreicher Kevin Wimmer, Nabil Bentaleb und Vincent Janssen. Tottenham gegen den BVB, das ist auch das Duell zweier sehr erfolgreicher Stürmer in den letzten Jahren. Diese beiden, Harry Kane und Pierre-Emerick Aubameyang, sind dann auch die wertvollsten Spieler der beiden Mannschaften. Und wir haben den Direktvergleich für euch. Harry Kane, 24 Jahre alt, gebürtig aus London. Der hat in den letzten 3 Spielzeiten 75 Premier League-Tore erzielt. Am letzten Wochenende gab es den Doppelpack für ihn, ist 60 Millionen Euro wert, und 5 Millionen Mehrwert ist Pierre-Emerick Aubameyang. Der hat im gleichen Zeitraum in den letzten 3 Jahren 72 Mal in der Bundesliga getroffen, auch er schon mit 2 Toren in der Liga in dieser Saison. Der Vorteil für Aubameyang, er ist deutlich Champions League erfahrener. Nicht nur der BVB hat einen schwierigen Gegner vor der Brust, sondern auch RB Leipzig. Da wartet ein echter Hammergegner, nämlich der amtierende französische Meister und Champions League-Halbfinalist, die AS Monaco. Da gab es ja richtig viele Kaderumstellungen im vergangenen Sommer. Transfermäßig ist da einiges passiert, haben wir auch schon drüber berichtet in den letzten Wochen. Also das wird sehr spannend sein, wie sich Monaco heute präsentieren wird. Insgesamt haben 16 Spieler für 177 Millionen Euro den Verein verlassen. Dafür sind 10 neue gekommen für etwas mehr als 100 Millionen Euro. Immerhin, der Trainer, das ist eine Konstante im Verein, Leonardo Jardim, der Portugiese, schon seit einigen Jahren da. Und er wird da ein neues Team zusammenstellen müssen. Und wir haben mal an einigen Schlüsselpositionen einen Akzent gesetzt und arbeiten uns mal von vorne nach hinten vor. Starten wir mit der Königsposition. Wer kann Kylian Mbappé ersetzen? Wir tippen auf Adama Diakabi, den 21-jährigen Senegalesen in Ajaccio in Frankreich, auf Korsika geboren, ist U21-Nationalspieler, kam für 10 Millionen von Stade Rennes und er hat schon 3-mal getroffen in dieser Saison. Auf der Außenstürmerposition soll Keita Balde Bernardo Silva ersetzen, der für 50 Millionen zu Manchester City ging. Balde hat letzte Saison 16 Tore für Lazio Rom erzielt in der Serie A. Im zentralen Mittelfeld, da soll Juri Thielemans Timoe Bakayoko ersetzen. Bakayoko nun beim FC Chelsea, ging für 40 Millionen. Thielemans kam aus Belgien, aus Anderlecht, für 25. Und auf der Außenverteidigerposition, da wurde Benjamin Mendy in diesem Sommer zum teuersten Defensivspieler überhaupt, ging für 57,5 Millionen zu Manchester City. Terence Konkolow aus Holland ist ein Perspektivspieler, kommt von Feyenoord, kann Außenverteidiger und auch Innenverteidiger spielen. Schauen wir auf den heutigen News-Ticker. Schlechte Nachrichten aus der chinesischen Liga für Carlos Tevez, für den Superstar. Bei seinem derzeitigen Verein Shanghai Shenhua wurde der Argentinier aus dem Kader gestrichen, weil er laut seines neuen Trainers Wu Jingui übergewichtig sei. Gleiches gelte für den Kolumbianer Freddy Guarin, der ebenfalls aus dem Kader flog. Tevez, der in Shanghai ein Jahresgehalt von 40 Millionen Euro brutto verdient, erzielte in der laufenden Saison erst 2 Tore. Der Hamburger SV nimmt den vereinslosen Mittelfeldspieler Sead Salihovic unter Vertrag. Das hat der Verein nun offiziell bestätigt. Der 32-Jährige, der zuletzt für den FC St. Gallen in der Schweiz spielte, erhält einen Vertrag bis Saisonende. Wir haben heute mal wieder einen Player to watch für euch. Der ein oder andere wird ihn sicherlich schon kennen. Quincy Promes von Spartak Moskau. Der könnte heute auch in der Champions League zum Einsatz kommen mit seinem Verein. Spartak Moskau ist ja mit ihm als Schlüsselspieler russischer Meister geworden in der vergangenen Saison. Und Promes hat fantastisch gespielt. Ist ein technisch enorm starker Spieler. Schnell, robust, niedriger Körperschwerpunkt. Der hat in den vergangenen Spielzeiten richtig stark geknipst. Letzte Saison 12 Tore und 10 Torvorbereitungen, in der Saison davor 18 Tore. Also der ist immer für einen Treffer gut. Und auch in dieser Saison schon ganz stark in 9 Spielen in der Premier League an 9 Toren direkt beteiligt. Promes ist 25 Jahre alt, kommt aus den Niederlanden.
hat in der Jugend für Ajax Amsterdam gespielt. Profi wurde er beim FC Twente aus Enschede und nun spielt er bei Spartak Moskau. Das ist der Player to Watch für heute, Quincy Promes. Das war Transfermarkt TV für heute. Zum Abschluss wollen wir jetzt nochmal auf eine Mannschaft gucken, die heute Abend in der Champions League spielen wird. Feyenoord Rotterdam ist zurück in der Königsklasse, der amtierende niederländische Meister, nachdem sie 15 Jahre nicht in der Gruppenphase der Champions League standen. Also es wird auch wieder in einem legendären europäischen Stadion gespielt, nämlich im De Kuip. Da ist die Stimmung wie immer fantastisch. Tja, und heute gibt es gleich das Kracherspiel gegen Manchester City. Mit ein paar Impressionen aus Rotterdam sagen wir Tschüss und bis morgen.